Die Farbkombination Lila-Weiß zieht auch dann ins Auer Erzgebirgsstadion, wenn die Zweitligafußballer vom FCE in Spanien trainieren. Eingeladen hatte aber Blau-Gelb, nämlich der FDB-Kreisverband Erzgebirge zu seinem Dreikönigstreffen. Wer wollte, konnte sich zu Beginn das Domizil des FC Erzgebirge Aue zeigen lassen. Dann demonstrierte der neue FDP-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt, dass er die erzgebirgische Mundart beherrscht. Im Erzgebirg, das heißt Leute, Afa und Brot langs. Und da war auch gute Leitbeträge. Darum klingt es auch halt noch. Glück ab. Es traut nun und vor allem als Ehrenamt. Und halt noch flächig gepflegt. Denn die Tradition mit der ehrenamtlichen Arbeit, die ist hier. Und wisst ihr wohl, so wie ich, weit weg von der Hand, so merkst du bald, das größte sei, denn es zieht dich immer zurück ins Hahnenbach. Denn meine Eltern, die haben mir das beigebracht, war gar kein Hahnen nicht, denk immer dran, wo du her bist, denn hier gehörst du hier. Müller-Rosentritts Mundartkenntnis kommt nicht von ungefähr. Sein Vater stammt aus Krottendorf und seine Mutter aus Annaberg. Er selbst ist in der Nähe von Stolberg aufgewachsen. Landrat Frank Vogel, CDU, war einer der Redner des Dreikönigstreffens am 10. Januar. Quasi als Hausherr sprach er im Erzgebirgsstadion zum Thema des Abends. Die Liberalen hatten sich für das Thema Ehrenamt entschieden. Der Landrat stellte ein neues Projekt des Erzgebirgskreises zur Unterstützung von Ehrenamtlern vor. Auch der Veranstaltungsort des Dreikönigstreffens war ganz bewusst gewählt. Der Fußball stehe als ein Paradebeispiel für das Thema Ehrenamt. Wie die FDP wissen ließ, engagieren sich in Deutschland rund 1,7 Millionen Menschen ehrenamtlich für den Fußball. Die Liberalen im Erzgebirge wollen sich, so war zu hören, noch mehr für alle Ehrenamtler stark machen.